So. So. Dann fliegst du auch noch raus. Komm, go, go. Wenn wir einmal dabei sind. Nein. Nein, 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 nein. Ja. So. An der Mauer, die können stehen bleiben. Der da hinten kann auch stehen bleiben. Wo kommst du denn schon wieder? Hast du eigentlich kein Leben? Auch der kann stehen bleiben, theoretisch. Ach, die kommen jetzt von da oben runter geschappt. So, was? Tim. Der verarscht mich. So. Wow, das war ein großer. Der Papa ist da. Papa. Ich hab mehr Angst vor den Kleinen als vor dem Großen. Evil Chicken und so ein Zeug. Ja, komm doch in drei, kommt doch einfach an 50er Typen. Warum nicht? Der Typ sieht mega hässlich aus im Texture Pack. Kommt doch einfach gleich mit der ganzen Privatarmee. Ich darf nicht so laut sein, das machen die wirklich noch. So. Machen wir das halt so. Ich mir schon Spaß nicht mehr antun muss. So. Hier. Und hier. So. Ich glaube, die ist unter mir. So. Bin ich auch von oben abgesichert, dann kann das Ding da unten hier... Ach komm, lass ich einfach drinnen. Hier stehen jetzt noch lustige Bäumchen überall rum. Warum war ich aber immer so schnell? Keine Ahnung. So. Dann haben wir die Range ja erstmal soweit fertig, gell? Jetzt ist natürlich die Frage... Erstmal hier, wie baue ich das denn hier aus? Und zweitens... Moment, erst messe ich was. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall hier noch kleine Gitter hinbauen für die Schafe. Jetzt werde ich mir mal ganz kurz im Internet anschauen, wie viele Schafe es insgesamt gibt. Bis gleich. Ich bin so dämlich. Jetzt habe ich nicht aufgenommen.
habe gelabert ohne Ende. Und dann wollte ich niesen und dann habe ich angefangen aufzunehmen. Ich muss aber nochmal niesen. Wir sehen uns gleich wieder. So, also erzähle ich alles nochmal. Also, vorerst. Wir haben jetzt, ich habe nachgeschaut, wir brauchen 16 Gatter. 1, 2. Ich probiere selber mal weiter. Wir brauchen 16 Gatter, das ist schon mal wichtig. Das nächste wäre. Boah, da werde ich eine ganze Ecke Holz brauchen. Ne? Das nächste wäre dann, dass wir dass ich rausgefunden habe, dass es Lederrüstung. Ne? Lederrüstung kann man in 4 Millionen, deswegen ist es raus, damit regnen, unterschiedlichen Farben craften. 4 Millionen, Alter, wer hat sich das denn ausgedacht? Wer hat sich die Farben dafür ins Spiel reingehauen? Das ist ja mal mega genial. Und es geht noch, kommt noch besser. Man kann aus jedem Pflanzen mittlerweile jetzt Farbe gewinnen, das wusste ich auch noch nicht. Und ab Version 1.8 noch was, soll es Meerestempel geben mit Meereswächtern, die Laserstrahlen schießen und Giftstacheln haben, und da sollen neue Blöcke reinkommen und neue Items kommen da, und Alter, wer denkt sich sowas aus? Ihr seid genial! Und ja, es war doch Mojang, die mein Gift entwickelt haben. Ich hab da irgendwie. Alter, ich find's mega genial, was ihr da macht. Ohne Scheiß, das wird so geil. Wenn wir dann professionell Minecraft wieder spielen werden, dann geht's ab, ey. Dann werden wir das, da werden wir suchten. Wir werden so ein Meerestempel suchen, irgendwo weit weggehen. Wir werden. Oh mein Gott, ich freue mich schon drauf, ey. Ohne Mist, was mir jetzt noch echt fehlt bei Minecraft Singleplayer, dass Minecraft endlich irgendwie PCs mehr implementiert, die mit einem rumrennen können. Es gibt die Golems, die sind ganz cool, aber die sterben halt nach einer Weile. Nanu? Die sterben halt nach einer Weile. Es gibt die Schneemänner, die sind cool, die rennen aber weg und ja, ne, bleiben auch nicht bei einem. Es gibt die Pferde. Es gibt Katzen, es gibt Hunde. Das ist alles schon ziemlich cool, aber vielleicht, wenn ihr irgend so ein Vieh was mit einem kämpft, wo man vielleicht auch das ein bisschen trainieren kann, was man ein bisschen leveln kann, so ein bisschen RPG-Style, wisst ihr wie? So ein Haustier, was man leveln kann, was stärker wird. Vielleicht nicht unmenschlich stark, aber einfach eins, wo man sich denkt, hey, cool. Vielleicht, dass man dann auch gegen diese Wächter mit einsetzen kann, weil was schon mir so durch gewesen habt und gegen die Wächter, das ist echt heftig. So, machen wir es mit dem ganzen Wald hier weg. Der muss eh weg, deswegen kann ich ihn auch gleich mal abholzen. Da muss ich nicht extra runter zur Baumfarm rennen. Und mit unserer Axt geht das ja mega schnell hier, wie wir sehen. Aber ich brauche noch ganz schnell. Ja, ich muss mal ganz schnell noch was holen. Wir kommen gleich wieder zurück. Wir haben ja eine Behutsamkeit-Axt, deswegen möchte ich mir ganz schnell noch was holen. Behutsamkeit, alles so weit, dann ist wieder Hackezeit. Okay, ich lasse das lieber. Ich weiß, es macht euch Angst. Ich will euch doch keine Angst machen. Mal schauen, wie viel Loot wir noch haben. Oh, sieht noch ganz gut aus. So. Habe ich irgendwas Sinnloses dabei? Goldharnisch kann ich mal zur Rüstungen reinpacken. Wie kommen die Zombies denn da rein?
Nacht. Ich will die Zombies mal hier reinholen. Moment, warte mal. Komm mit. Hey, Fred. Fred. Da ist ein... Gutes Tuch. Hat er ihn gewonnen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Günther! So. Huch! Ernsthaft jetzt? Ist es dein Scheiß Ernst, Enderman? Enderman. So rumpft er mir einfach die Einrichtung hier, ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. So. Da sind wir wieder. Sammeln schnell alles ein. So. Wupp. Hihi. Weizenkörner kann ich mal weghauen. Dann kann ich die Pilze hier einsammeln noch. So. Nein! Wollte doch nicht alle kaputt machen. Ah. Sehr schön. Moment, dann tun wir mal ganz kurz. Tada! Schere hatte ich dabei, gell? Jo. Sehr schön. Ja, ist so ein bisschen kaputt der Pilz, aber es ist ja auch egal. Pilz haben wir hier jetzt noch. Eisenschwert kann ich mal weghauen, das braucht eh keiner mehr. So. Auch hier kann ich mal Umstimmigkeiten beenden. Hier habe ich jetzt noch ein wenig davon. Auch die Schere einmal mal weg und platziere hier ein bisschen Grünzeug. Warum nicht? So, 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 so. Oh, sieht geil aus in dem Sektschopack. So. Haben wir noch irgendwo Pilze stehen? Noch nicht, aber das kann ich ändern. Tja, ich glaube, das Ding werde ich komplett mit Glas überziehen oder sowas. Das wird sicher sehr gut aussehen. Das ist einer von den Endermännern. Ich denke mal, wir haben jetzt genug Holz erstmal gesammelt, darum werde ich das mal wieder zurückgehen. Birkensetzling, Schwarzpulver, das kann ich bekommen. Dann essen wir noch ganz kurz was. Du, du, du. Dann mach ich mal noch was Desasteriöses und zwar. So. Yay! Da komm, ich mach's alle.
Oh. Ich will beobachte es einfach mal und schau mal, was passiert. Da brennt alles. Oh, warte mal, der ganze Zaun brennt ja mit weg. Da, so war das nicht geplant. Nicht der Zaun. Nicht der Zaun, nicht der Zaun. Nicht der Zaun. Nein. Böse, 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 böse. Nein, nicht der Zaun. Das war nicht der Zaun. Okay, es hat zwar in gewisser Weise den Effekt gebracht, den ich wollte, andererseits hat es aber auch alles kaputt gemacht. Tada! Naja, man kann halt nicht mal alles haben. So, da kann ich mal hier das Loch zu, das mich auch, das nervt mich auch ein bisschen an, das ist immer von einem Typer gewesen alles. Wenn wir eh mal hier beim Terraform sind, dann können wir das natürlich alles gleich mitmachen. Pilze brennen nicht, gell? Nö. So. Alles weg? Alles weg. So. Jetzt haben wir natürlich ganz schön Zaun verloren hier. Ich wusste, habe es nicht gesagt, dass der Zaun gleich mit wegbrennt, aber anscheinend doch. Das ist aber auch kein Problem. Dann mache ich mir halt ganz kurz hier eine Crafting-Box nochmal neu. Wir können auch hinten ruhig auch mal eine hinstellen.